Ja, ich würde sofort wieder rein und Isarun und Abelmir. Wo sind Isarun und Abelmir? Es gibt etwas Wichtiges. Schnell! Sie sind nach oben, um mit dem Magier zu reden. Oh. Ja, ich würde ihn hinterher hasten. Oben könnt ihr klopfen und hört dann nach einigem Stopfen, wie Boltak schwerfällig und. Abelmir! Wichtig, wichtig! Kommt, schnell, schnell! Was ist denn jetzt wieder? Kommt, Was kommt, ist denn wichtig? kommt beiseite. Ich bin gerade eben draußen einmal ums Haus gegangen und da sah ich einen Raben an meinem Fenster sitzen und der hat mir zugezwinkert und da habe ich einmal geguckt, ob er magisch ist und er war magisch. Und? Oh, das ist bestimmt so ein, wie heißen die Viecher nochmal? Vertrautenviech, Genau, oder? so eins wie Tak. Also, Ihr meint, er ist ein Hexer? ja, das ist gut möglich. Das heißt, per Oculus sollte ich einen Astralfaden von diesem Tier zu Der Rabe ist einem. weggeflogen, aber wir sollten ihn jetzt zur Rede stellen. Klopfen hat niemand geantwortet. Oder er hat sich in einen Raben verwandelt. Das scheint mir wahrscheinlich, ja. Ich drücke mal die Türklinke runter. Der Riegel ist nicht vorgelegt und wenn ihr dann in das Zimmer seht, könnt ihr erkennen, auf dem Bett liegt ein Zettel. Das ist kurz hingekrickelt worden. Zu spät. Zeichnet der Wanderer. Wie weit sind wir von Hexerschwaldmangus entfernt? Mehr als eine Tagesreise. Grob 10, 12 Meilen. Würde ich mit meinem Weg durch Simus Reich schaffen. Und wir können zurückgehen und auf ihn warten. Dann werden wir ja sehen, wer Und zu spät ist. was dann? Weiß nicht. Wir können ihn nicht verurteilen, nur weil er eine Hexer ist. Ich glaube nicht, dass er ein Hexer ist. Nein, er wird sich wohl verwandelt haben. Richtig. Nun, dies ist ebenfalls nicht Straftatbestand. Also, was Das können ist wir korrekt. zulassen, können wir ihm gar nichts. Solange er das Heiligtum nicht entweiht. Warum sollte er das tun? Weiß schon nicht. Sagt, wo ist die Sechse? Rafim ist noch bei ihr, oder? Sulamin ist bei Rafim geblieben und hat geholfen. Und nachdem die sich so aufgeführt hat, hat sie jetzt sich die langen Haare von Alariel um die Hand gewickelt und hält sie am Hinterkopf fest, während sie sie füttern. Ich habe mich nicht getraut, euch nachzulaufen. Was ist? Nun, der Wanderer hat sich als Wandervogel entpuppt und ist davongeflogen. Faszinierend. Ja, jetzt ist er weg. Gut, können wir nichts mehr dran machen. Meint ihr, er steht in Verbindung zu diesem Nikrorius? Woher soll ich das wissen? Er hat sich für das Heiligtum interessiert, oder? Ja, sehr stark. Können Hexen sich in Vögel verwandeln, Boltax? Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, ja. Möchtest du etwas dazu sagen, Alariel? Der Knebel ist entfernt, ne? Hat sie noch eine Augen? Natürlich, natürlich. Muss ja essen, nicht sehen. Sie haben nur den Mund. Nun, dann hat sie vielleicht nichts dagegen, wenn sich der Wanderer jetzt in ihrem Dörflein einnistet. Sie glaubt, Gutes zu tun. Und deshalb weiß ich, dass sie mich laufen. Von Gesetzen mag mein Handeln verboten sein, aber vor den Göttern und der Welt bin ich unschuldig, die nur Leben schütze. Vor den Göttern, die ihr so sehr verehrt. Also Isarun sagt, ihr geht nach Gareth. Dann geht ihr nach Gareth. Ich beschütze Familien, Kinder. Gemeinsam sind wir stark. Ich binde die Leute an mein Dorf, die stark sind. Ohne mich zerbricht die Gemeinschaft. Territum, sie ist zerbrochen. Es ist doch wohl keine richtige Gemeinschaft, wenn man durch magischen Zwang dazu gebunden ist. Seid ihr schuld, dass diese Menschen in den Serdenwäldern zerrissen werden? Nun, das hätte alles nicht so kommen müssen. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Insofern trifft euch auch die Schuld am Schicksal dieser Leute. Ihr seid verflucht! Nein. Ich hau ihr eine rein. Ich glaube, sie hat genug gegessen. Es wird wieder geknebelt. Oh.
Also, ich weiß nicht, ob alle Hexen so sind, aber diese geht mir ganz fürchterlich auf den Sack. Mhm. Wird es positiv, Rafim. So ist der moralische Konflikt sehr viel geringer, sie der Preiskirche oder wem auch immer auszuliefern. Ja, ich bin auch von moralischen Konflikten geplagt, die kennen mich ja. Ich weiß gar nicht, wie ich nachts schlafen soll. Von lauter Konflikten. Ich bin sicher, ihr leidet schrecklich. Man mag es mir nicht ansehen, aber ich bin geplagt. Also können wir bald wieder was umbringen? Also was Böses natürlich. Das wird sich zeigen. Vielleicht bauen Tote. Nun, ich denke, wir sollten uns erst einmal ausruhen und morgen früh weiterziehen. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, wenn wir jetzt noch einmal den ganzen Weg zurückgehen, nur um diesen komischen Magier aus diesem komischen Dorf rauszuholen. Ihr glaubt nicht, dass er ein Interesse daran hätte, Alariel zu befreien, oder? Dann wäre er nicht abgehauen. Das weiß ich nicht. Er hat nicht nach der Hexe speziell gefragt. Ich bin keine Hellseherin, ich bin keine Gedankenleserin. Dann halten wir Nachtwache. Könnt ihr euch mit einem schlechten Gewissen nach oben zurückziehen? Nachtwachen aufstellen. Wer hält in der Mitte der Nacht? Ich mach die erste. Können dann eine Würfel würfeln. Ja, also keine Ahnung. Machen wir einfach mal, wir sind fünf Leute, dann mache ich einen W10. Ich hab's vorgeschlagen, also würde ich auch eine Wache übernehmen. Die übernehmen immer eine Wache. Drei. Ich würde einfach mal Boltax die Sinn und Schärfe Sicht geben. Okay, na gut. Wahrscheinlich Nacht, ne? Ja, genau, du hast eine Dunkelsicht. Ja. Dämmerungssicht, nicht Dunkelsicht. Ja, meine ich. Mach einfach mal eine Sinnschärfe auf Sicht. Yep. 20 Sternchen. Und relativ. Du kannst es nicht genau einschätzen, irgendwann, wo du deine Wacht abgeben würdest, kannst du etwas hören. Ein schabendes Geräusch über Holz. Du guckst zur Tür, ist nichts, hat sich heute nichts bewegt. Aber, würfel mal eine Tierkugel. Fenster sind verschlossen, draußen rüttelt der Sturm, Schnee sehen. Gerade so gelungen. Ist das Geräusch. Wenn du dich genau konzentrierst, du hörst nochmal genauer hin, da ist nicht nur dieses Schaben über Holz. Was schabt denn da? Die Schuppecher. Jetzt etwas zischen hören. Ich weck die anderen sofort. Alter, was ist? Irgendwas ist das da. Köln, hör zu. Zischen. Schaben am Holz. Säbel wird gezogen und gelauscht. Ich mach mal Licht. Magierstab. Dann könnt ihr sehen, wie unter dem Bett sich eine Nesselviper unglaublich gülden erscheint. Im Licht so ein bisschen reflektiert. Sie bewegt sich kein bisschen. Ihr seht lilane Augen. Was ist denn das jetzt schon? Das. Langsam reicht es mir mit diesen Viechern. Ich mache einen Archefaxius auf die Nesselviper. Das ist mir zu blöd. Das ist eine Ausgeburt von Drachen. Die muss vernichtet werden. Archefaxius. Wie lange dauert der? Eine Aktion, oder? Nee, ich kann verkürzen auf eine Aktion. Das werde ich auch machen. Quatsch, Erschwernis muss ich eintragen, nicht Erleichterung. Ja, und ich nehme mal zwei Würfel, komm. Ja, und Wunschschwelle ist um zwei gesenkt. Was haben Schlangen für Lebenspunkte? 9 oder so? Das ist eine gute Frage. Weiß es nicht auch. Wieso 10 Lebenspunkte? Klingt auch irgendwie mächtig, also ist es auf jeden Fall noch nicht tot. Ja, du sprengst Steinbrocken gegen sie unter das Bett, sie fetzt in die Ecke und bleibt da erstmal reglos liegen. Dann könnt ihr einen spitzen Schrei von der Tür hören und irgendjemand kriegt gegen das Holz. Ich reiß die Tür auf. Eine SOD, Purot, der Schlangentochter. Das erfüllt an Start.
Euer Ehrwürden, was macht ihr da? Ach. Kleines Biest. Was ist hier los? Zulamin schlagt der Schlange den Kopf ab. Nein! Wartet! Wartet! Kann man mit Götter und Kulte oder so wissen, ob Drakoniter vielleicht auch Schlangen haben oder sowas? Hast du Götter und Kulte? Drakoniterorden ist jetzt nicht so bekannt. Zulamin hat keiner. Iserun schon. Dein Freund ist ja von den Drakonitern, dementsprechend ja. Bist du da drauf. Und Drakoniter, also es gibt viele Magier unter den Drakonitern. Es gibt auch Geweihte der Hesinde. Die stellen eigentlich alles ein, was irgendwie ist, aber einen Nesselviper kontrollieren ist ungewöhnlich. Das hoch angesehene Tiere. Euer Ehrwürden, ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr uns mal genauer aufklärt, was hier vor sich geht. Kommt herein. Boltax, halt die Schlange fest. Blamin geht mal mit dem Säbel zu der Schlange hin und hält den so über sie bereit zuzuschlagen, aber schlägt noch nicht zu. Immer noch bewusstlos an der Wand. So aufheben. Und okay. So setzt sich, Hochgeweihte der SOD Porothea Schlangentochter zu euch hinein, macht die Tür wieder. Warum spielen die uns hinterher? Geht nicht um euch. Aber zu Alariel. Wie steht ihr zu Alariel Nachtschimmer? Sie ist eine Schwester. Also wolltet ihr sie befreien? Ja, dumm gelaufen. Und so, ihr wollt mir jetzt wirklich sagen, dass ihr eine Hexe seid? Dass ihr eure juristische Ausbildung mit den Füßen tretet? Trotz eurer Ordenszugehörigkeit, um diese sogenannte Schwester zu befreien. Das hat damit nichts zu tun. Wir wollen die Wildammark beschützen. Also. Dann erzählt uns doch, was sie eurer Meinung nach Gutes getan hat. Schützt die Menschen im Seherdenwald. Das tut sie schon seit immer. Sie raubt ihnen ihren freien Willen. Mir scheint, sie hat in erster Linie sich selbst Gutes getan. Die Menschen in Weidmannhus leben glücklich und zufrieden. Sie brauchen keinen freien Willen. Sie ist die Einzige, die sie beschützen mag. Seit 300 Jahren tut sie das. Seit 300 Jahren beraubt sie den Menschen ihren freien Willen und zwingt sie unter ihre magische Knute. Moment. Ich dachte, ich wäre der Älteste hier im Raum. Ach, da bin ich einfach ein Jungspund gegen... Freut mich für euch, Boltax. Es ist selten, dass ich nicht der Älteste im Raum bin. Boah. Aber um darauf zurückzukommen. Eure geschätzte Schwester hat leider Gottes zwei große Fehler gemacht. Also zum einen hat sie versucht, ein Zwerg zu verzaubern. Das geht nicht. Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee. Zum zweiten habe ich ihr angeboten, uns gegen den Drachen zu unterstützen. Da hat sie abgelehnt. Ihr ist also das Schicksal all dieser Menschen im Grunde genommen ziemlich egal. Was bedeutet, dass es ihr primär um ihre eigene Macht geht. Es geht ihnen nicht um den Menschen oder um Berg oder um den, was auch immer. Es geht ihr nur um sich selbst. Ihr hattet die Chance, die Hand zu ergreifen, die ich ihr gereicht habe. Auch nachdem ich wusste, dass sie mich verzaubert hat. Oder verzaubern wollte. Sie ist nicht wirklich mächtig genug, um das zu tun. Aber sie hat es nicht getan. Und damit, nun hat sie ihre wahren Motive offenbart. Und ihr habt jetzt diese Schlange geschickt. Irgendwie scheint mir das Ganze doch sehr verworren zu sein. Und ich weiß nicht. Schlangen. Die Abkömmlinge von Drachen. Also, warum sollte ich als Zwerg, der geschworen hat, alles Geschuppte zu bekämpfen. Nicht einfach eurer Schlange den Kopf abschlagen. Müsstet ihr auch gegen Zar kämpfen? Gegen Hesinde? Gegen all die Echsengötter? Lebt ihr in der Welt der Menschen oder der Zwerge? Zunächst mal kämpfe ich gegen die Drachen. Voltax, das ist eine poplige Schlange, kein Drache. Da
wenn es nur eine popelige Schlange ist, tut es ja niemandem irgendetwas, wenn ich jetzt kurz einmal mache, ne? Einmal rein hypothetisch, Purothea. Wenn ihr anstelle von Alariel wärt, sie wärt in Wiedmanns Hus, mitten in diesem Heiligtum, was würdet ihr tun? Würdet ihr ebenso Leute um euch scharen, Leute unterjochen? Wir haben im Süden von hier einen finsteren Nekromanten sitzen. Vielfaches Mächtiges als das, was wir bisher gesehen haben. Sie beschützt die Menschen, die im Norden von hier leben. Tut es auf ihre Weise. Ich bin nicht so sicher, ob das ihre Leistung ist. Ist es nicht eher dem Heiligtum zu verdanken, dass der schwarze Drache dieses Dorf verschont hat? Sie ist zaubermächtig. Naja. Und ihr? Und ich mag eine Hexe sein, ich mag gefahren sein, ich bin eine hochgeweihte SOD, aber ich komme an ihre Macht nicht heran. Zumindest nicht auf hexischem Wege. Sie ist um einiges kraftvoller. Aber sie benutzt sie vor allem zum Guten. Das mag sein, dass sie damit Gutes im Sinn hatte, aber dennoch bleibt der Punkt der magischen Sklaverei. Sie hat sich auch nicht um die anderen Leute gekümmert, die drumherum waren. Sie war bereit, diejenigen zu schützen, die für sie die ganze Zeit geschuftet haben. Eierskirche. Was tut der Ritter, der in seiner Burg sitzt? Er schaut Bauern um sich, die ihm in den Sommermonaten Felder, Feldfrüchte nach drinnen tragen. Sollte der Krieg kommen, dann bewaffnet er sie und zieht mit ihnen. Tut nicht so, als wäre das dasselbe. Gewiss, die Menschen werden unterjocht. An manchen Orten der Welt werden sie sogar versklavt. Aber in ihren Köpfen sind sie frei. Was Alariel getan hat, war ihnen dieses letzte bisschen Freiheit auch noch zu rauben. Ritter und der Adel legt Fesseln im Kopf an. Nennt es die Gesetze von Praios. Also jetzt ist der Ritter und Adel doch mal vollkommen egal. Also, mich interessiert nur eine Sache noch. Dieser Magier, der hier unten gesessen hat, war das auch einer von euch? Denn er hat sich vorhin verwandelt und ist geflogen. Marken der Wand? Ja, der ist jetzt auf dem Weg zu diesem Heiligtum. Hat sich als Rabe verwandelt und mir zugezwinkert. Weiß ich nichts. Naja, wenn ihr ihn untersucht habt, könnt ihr uns ja sicher sagen, von welcher Gilde er ist. Seine Gilde nicht gesagt? Ja, habt ihr ihn denn nicht gefragt? Ich dachte, ihr protokolliert alles so aufmerksam. Er hat gesagt, dass er ein Reisemagier ist. Ich fragte daraufhin, ob er aus Belhanka kommt, und er nickte. Geht davon aus, dass er aus Belhanka kommt? Sein Siegel nicht gesehen. Scheint mir irgendwie eine schlampige Vorgehensweise zu sein, aber also wir Zwerge würden das selbstverständlich ordentlicher überprüfen, aber gut. Menschen halt. Nun, warum sollte Marken denn fliehen? Vielleicht will er zu diesem Heiligtum. Er zeigte eine große Faszination mit diesem Heiligtum. Nun, vielleicht werdet ihr dort bald einen Bruder? Habt ihr auch Brüder? Antreffen. So. Den geben wir uns nicht ab. Nichtsdestotrotz habt ihr gegen eure eigenen Ordensstatuten verstoßen. Können wir nochmal bitte beim Marken bleiben? Ich rede von euch und was eurem... Was habt ihr ihm erzählt? Was habt ihr getan? Wir wissen, was ihr ihm erzählt habt. Ich denke, ihr seid nicht in der Lage, Forderungen zu stellen. Trotzdem tue ich es. Wovor habt ihr Angst? Was könnte er tun, wenn er dorthin geeilt ist? Ich habe einen schrecklichen Verdacht. Echt? Nun, dann sei er zu freundlich, ihn mit uns zu teilen. Vielleicht beunruhigt er uns genug, dass wir etwas dagegen unternehmen möchten. Er wusste viel über Nekromantie. Also ist der Nekrobios? Jetzt ist es wichtiger, dass er Alariel freilasst. Nein, jetzt ist es umso wichtiger, dass wir in die Burg von zwei Mühlen eindringen, während Nekrobios nicht da ist und alles vernichten. Damit wird er nicht gerechnet haben, dieser Idiot. Ja, sicher. Ein kaputtes Schloss wird ihn
wirklich betrüben. Nein, aber... Wenn er es gegen einen mächtigen Ort der Magie getauscht hat. Aber er wird doch noch in zwei Mühlen sein komisches Zauberbuch haben. Wie hieß es? Das Arcanum. Genau, ich denke, das wird ihm sicherlich schmerzen, wenn er das verliert. Ein Teil seiner Macht beruht vermutlich darauf. Es ist nur ein Buch, das er vermutlich längst gelesen hat und sich alles angeeignet, was daraus zu lernen war. Ihr unterschätzt Bücher immer noch. Schlage ich euch einen Tauschhandel vor. Das Leben von Alariel gegen einen Gefallen von mir. Wieder einzulösen bei der Hesindekirche, der SOD oder den Checks. Meint ihr wirklich, ihr habt noch einen guten Stand bei der Hesindekirche nach einem Vergehen? Das ist doch jetzt erstmal egal. Sogar einen zweifachen Gefallen, wenn ihr Alariel freilasst. Ihr, ein von Alariel. Zwei Gefallen für ein Leben. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Das ist jetzt außerhalb meiner Hand. Ich bringe jetzt diese Schwester von euch nach Gareth. Dort wird über sie gerichtet. Wenn ihr eure Schwester hättet schützen wollen, hättet ihr sie dazu anhalten müssen, dass sie nicht die Leute versklavt. Ich schlage euch Folgendes vor. Ein Gefallen von euch. Und ich bringe euch sofort in dieses Heiligtum. Vielleicht könnt ihr etwas ausrichten gegen den Nekromanten vor Ort. Aber davor möchte ich in eure Gedanken blicken und wissen, ob ihr es wirklich ernst mit uns meint. Ich habe keine Lust, noch einmal verraten zu werden. Das ist mein Angebot. Zeit zu diskutieren haben wir nicht. Gut. Und dann steckt sie ihre Hand aus und fordert die Schlange von... Ich möchte erst Menschenkenntnis auf sie haben. Du erkennst keine Lüge in ihr. Gut. Und es protestiert auch keiner, also gebe ich ihr die Schlange. Gut, dann würde ich einen Blick in die Gedanken machen. Gut aus? Gar nicht so viel, ne? Aber ja. Sie lässt ihre Magieresistenz fallen und lässt dich freiwillig einblicken. Das war ja der Deal. Was bekommst du denn bei 8 Punkten? Muss ich jetzt einmal kurz nachlesen. Ich glaube nicht, also ich kann ja aktiv nach Sachen forschen. Ich würde natürlich danach forschen, ob sie uns in irgendeiner Art und Weise zu betrügen gedenkt, wenn wir das so machen, wie wir es machen. Und mich würde natürlich auch interessieren, in welcher Verbindung sie zu Alariel steht und wieso sie die Schlange in unser Zimmer geschickt hat. Denn wollte sie uns damit vergiften oder wollte sie uns nur aushorchen? Sie wollte mit der Schlange Alariel befreien. Mhm. Sie hat nicht mehr vor, euch zu betrügen. Sie wollte euch Alariel klauen. Mhm. Die Verbindung zu Alariel ist, dass sie gemeinsam auf Hexennächten miteinander gefeiert und ja, sich darüber in mehrere Tage miteinander feiern. Okay. Klingt schon mal ganz gut. Aber abseits dessen pflegen sie keinen Kontakt. Sich eben nur auf diesen Hecken. Alles klar. Und Haken, den Wanderer, kannte sie tatsächlich nicht. Sie hat sich wirklich übers Ohr hauen lassen. Alles klar. Gut. Dann würde ich nicken. Gut. Bringt mich jetzt nach. Vielleicht kann ich es abwenden. Skeletthand. Wollt ihr wirklich alleine gehen, Voltax? Wollt ihr mich begleiten? Ich kann euch begleiten. Rafim, du wirst auf die Hexe aufpassen, richtig? Ja. Die bleibt bei mir. Und dann gebe ich sie in Gareth wem? Sein Aspekt der Abilität ist Aldor Foslarin. Dem aber ich werde Zwerg in weißem Gewand. Ja. Bringen wir hin. Gut. Isarun? Ja, ich lege meine Waffen ab. Gut. Ja, und dann würde ich nach draußen treten und ein weiteres Mal den Weg durch Sumus Leib mit zwei weiblichen Reisenden antreten. Ich wünsche euch gutes Gelingen, Purothea. Eure Göttin mit euch. Das klappt auf jeden Fall.
wirst du wieder von Sumu durch die Kissen gedrückt, geschoben und sie spuckt dich auf der anderen Seite wieder raus. Mit einem Taumeln kann sich Iserun abfangen, stürzt auf die Knie und Porotea steht neben. Iserun kennt das ja schon. Doch diesmal triggert dann die Raumangst nicht so sehr. Ja, steht ihr wieder in dem leeren und verlassenen Weidmannhus. Alles um euch herum ist dunkel. Die Menschen, die hier mal standen, sind, wird keine einzige Person mehr sehen. Nur noch die zwei verlassenen Händlerkarren, die hier Boltax das erste Mal gesehen hatte. Und Porotea fängt direkt an, in den Kreis zu treten und murmelt einige klassische Bücher sind es nicht, aber Anrufungen an Satuaria, Neftan, an ihre Götter. Euer Ehrwürden, wir sollten uns lieber verstecken und auf die Lauer legen. Noch weiß er nicht, dass wir hier sind. Lasst sie machen. Muss die Schutzbarrieren wieder nach oben fahren. Ihr so leichtfertig abgerissen. Schutzbarrieren, das müsst ihr mir später näher erläutern. Iserun, wir sollten uns trotzdem auf die Lauer legen. Ich denke, das ist prinzipiell keine schlechte Idee. Mhm.